hier, Leben Wrestling. The Miz erklärt Ablauf seines WWE-Titelgewinns. Während Renee Paquettes Podcast Oral Sessions verriet The Miz, wie der Tag seines Titelgewinns bei Elimination Chamber ablief. So habe kein Mitglied des Creative Teams bis kurz vor Showbeginn mit ihm geredet. Als er den Plan dann erfuhr, konnte er es noch immer nicht wirklich glauben. Er hatte immer die Angst gehabt, einzucashen und zu verlieren. EC3 unterschreibt bei Ring of Honor. Nachdem der ehemalige WWE-Superstar im Herbst bereits einige Auftritte bei Ring of Honor absolviert hatte, gab die Promotion nun bekannt, dass EC3 offiziell unterschrieben habe. Über die Länge des Vertrags ist nichts bekannt. Dave Meltzer warnt AEW. Wie wir gestern berichteten, verpflichtete AEW Paul White, bei WWE bekannt als The Big Show. Wrestling-Journalist Dave Meltzer sprach nun im Wrestling Observer Radio eine Warnung für AEW aus. Die Verpflichtungen alter WWE-Stars erinnere ihn zu sehr an TNAs Strategie, die am Ende nicht sehr erfolgreich war. Achtung, möglicher NXT-Spoiler. NXT-Superstar wohl verletzt. Casey Catanzaro musste bei NXT einen Beatdown von Xia Li hinnehmen, währenddessen zählten die Kommentatoren ein gebrochenes Bein Catanzaros. Laut Dave Meltzer müsste man sie bei einer solchen Storyline-Verletzung für mindestens ein paar Wochen aus den Shows schreiben. Das gebrochene Bein sei dabei wahrscheinlich nur ein Vorwand für eine reale Verletzung. Catanzaro trat schon bei NXT mit einer Schiene auf.